Es hat gereicht für die, die seit fast 30 Jahren in Brandenburg und Sachsen regieren. Zumindest um weiter stärkste Kraft im Land zu bleiben. Die SPD im Potsdamer Parlament, die CDU in dem in Dresden. Aber verloren haben dennoch beide mit teils historisch schlechten Ergebnissen. Und die AfD landet bei den Landtagswahlen in beiden Bundesländern auf Rang 2. Besonders das Abschneiden der AfD stand vor der Wahl und natürlich auch jetzt im Mittelpunkt vieler Diskussionen. In beiden Landtagen wird eine Regierungsbildung schwieriger als bisher. Schauen wir uns das mal im Detail an. Zunächst zu den neuesten Zahlen in Sachsen. Jörg Schönborn in unserem ARD-Wahlstudio in Dresden. In Sachsen war es im Verlauf des Abends noch recht unklar, wer überhaupt mit wem regieren könnte. Ist das denn inzwischen etwas klarer? Ja, es hat sich viel geklärt in der letzten Stunde, denn nur noch 5 von 60 Wahlkreisen sind offen. Und welche Auswirkungen das hat, zeige ich gleich bei der Sitzverteilung. Zunächst aber die aktuelle Hochrechnung, die dem Endergebnis sehr nahe kommen wird. CDU 32,3, Linke 10,3, SPD 7,7, AfD 27,8, Grüne 8,4. FDP 4,5 und die anderen Parteien 9%. Im Landtag in Dresden bleibt die CDU stärkste Kraft, 46 Mandate, Linke 14, SPD nur noch 10. Die AfD, die vom Verfassungsgerichtshof bei der Liste auf 30 Mandate begrenzt wurde, ist jetzt bei uns mit 37 Mandaten aufgeführt, denn sie hat bei Auszählung der Wahlkreise in mindestens 7 Fällen Kandidaten durchgebracht, die nicht auf der Liste stehen, also generische Direktmandate, die sie auf jeden Fall behalten kann. Die Grünen kommen auf 11 Mandate und es bleibt immer noch ein rechnerischer Rest von 2 Mandaten, der AfD proportional zustehen würde. Möglicherweise kann sie den noch mit weiteren Direktmandaten ausschöpfen. Das bedeutet, dass die kleinen Koalitionen aus etwa CDU und Grünen oder CDU und SPD jetzt mit großer Gewissheit keine Mehrheit mehr haben werden. Es wird also die Diskussion über Dreierbündnisse sein. Und da gilt im Moment Kenia, also CDU, SPD und Grüne als das Wahrscheinlichste. Und das hätte eine deutliche Mehrheit. Die Wahlbeteiligung wird etwa bei 65,5% liegen, sprunghaft gestiegen sein. Und an der Wählerwanderung für die AfD sieht man, welche Auswirkungen das vor allem hatte. Denn die Nichtwähler sind der stärkste Zustrom für diese Partei. Über 200.000 Stimmen. Von der CDU kommen auch gut 80.000, dann deutlich weniger von der Linken. Also die hohe Wahlbeteiligung ist eine Basis für den Erfolg der AfD. Es sind ja doch deutliche Verschiebungen. Wie erklären Sie sich diese Zahlen und dieses Ergebnis? Sie haben nichts mit der wirtschaftlichen Situation zu tun. Im Gegenteil, die Wählerinnen und Wähler sagen uns zu über 80%, mir geht es wirtschaftlich gut. Aber es gibt andere deutliche Erklärungen für die AfD-Erfolge in beiden Ländern. Der Partei gelingt es deutlicher als anderen, ostdeutsche Empfindungen auszudrücken. Zwei Beispiele. Bei bestimmten Themen wird man heute ausgegrenzt, wenn man seine Meinung sagt. Als Empfindung von 69% der Sachsen geteilt. Oder Ostdeutsche sind an vielen Stellen immer noch Bürger zweiter Klasse, 66%. Aber schauen wir uns das genau an, diese 69%, die ja stutzig machen. Wenn wir die Parteianhänger fragen, dann sehen wir, dass 98% der AfD-Wähler sagen, ja, das stimmt. Aber durchaus auch bei den Grünen-Wählern die Hälfte diese Empfindung hat. Das ist eine Basis, diese Empfindung ostdeutscher Wahrnehmungen. Und das andere ist, dass die AfD eben ganz besonders stark zulegt, da, wo die Bevölkerung schrumpft. Wir haben das aufgeteilt. In den wachsenden Regionen kommt die AfD immerhin auf 18% plus 11, in den schrumpfenden auf 28, aber den stark schrumpfenden, oft Grenzregionen, über 30%, 20 Punkte Zugewinn. Also ostdeutsche Empfindungen und besondere Stärke in strukturschwachen Regionen.